Hallo ihr Lieben. Also manchmal geht es einem einfach nicht so gut. Man wacht morgens auf oder irgendwie, wie man im Deutschen so sagt, läuft einem eine Laus über die Leber und man hat einfach nicht so eine tolle Energie. Man fühlt sich nicht so gut, vielleicht kommt es auch vom Essen, zu viel Zucker oder irgendwas gegessen. Es ist eigentlich egal, wo es herkommt. Was wichtig ist, dass wir es ändern können. Und ich könnte dir wahrscheinlich Hunderte von Ratschlägen geben, was du tun kannst, um deine Energie anzuheben und zu verbessern. Und mein zweites Buch, Lass Wunder geschehen, in diesem Buch geht es nur darum, was wir tun können, um unsere Energie zu verbessern, damit wir etwas Schöneres kreieren können. Aber hier gebe ich mal das einfachste Rezept, das es wirklich in der Welt gibt. Denk immer wieder und wieder, wieder und wieder. Ich liebe mich, ich hab mich lieb, ich bin glücklich, ich bin wunderbar, ich bin gut genug. Ich liebe mich, ich bin wunderbar, ich bin glücklich, ich bin gut genug. Ich liebe mich, ich bin wunderbar, ich bin glücklich, ich bin gut genug. Lass es sozusagen dein Mantra des Tages oder vielleicht sogar der Woche oder deines Lebens werden. In anderen Worten, mal mehr wissenschaftlich ausgedrückt, wenn du diese Worte, diese Gedanken immer wieder wiederholst, tust du neue Nervenwege in deinem Gehirn kreieren und diese Nervenwege werden so stark werden, dass du im Endgültigen das kreierst. Vielleicht gehst du auch so weit, dass du noch Musik dazu dir vorstellst und ein Lied daraus machst. Sagen wir mal, wir nehmen mal das Lied von der Biene Maya. Und diese Biene, die ich meine, die heißt Maya. Und dann macht ihr einfach ein Mantra daraus. Und ich liebe mich, ich bin glücklich, ich bin gut genug. Und so weiter und so fort. Es kann auch ein Rap sein, wenn ihr das gerne möchtet. Also bitte werde dir darüber bewusst, dass du hier bist, um glücklich zu sein, dass du gut genug bist. Die Tatsache, dass du überhaupt lebst, beweist, dass du geliebt bist und wunderbar bist. Und das möchte ich gern, dass das dein inneres Mantra wird. Ich hab dich lieb. Namaste. Für weitere Videos, hilfreiche Informationen und auch Meditationen, geh doch bitte zu meiner Webseite www.gabrielohl.com.